Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, ist meine Blattfeder hinten gebrochen und die tut eigentlich die Achse stabilisieren. Wenn da das Ding nicht stabilisiert ist, dann rutscht die Achse ein bisschen nach vorn oder hinten, je nachdem. Und von daher, man kann zwar fahren, aber nur vorsichtig, gute Straßen und ja. Jetzt, das Ganze ist vermutlich schon in der Türkei passiert, als ich da versucht habe, durch diesen Schnee auf 2000 Meter oben zu fahren. Da hat es mal geknallt. Ich habe damals gedacht, es sei die Sperre, die rausgefallen ist, weil das hatte ich auch schon, dass da geknallt hat, nicht bei diesem war, wie beim letzten. Und so bin ich dann noch bis nach Georgien gefahren. Und erst als ich gesehen habe, dass die Luftfeder, der Balk so irgendwie schräg ist, habe ich dann näher angeguckt, warum der so schräg ist. Ja, weil die Achse halt verschoben war. Und dann habe ich das leider erst am Freitag festgestellt. Und dann war natürlich der Horror, weil ich wusste, scheiße, jetzt das auch noch, bist schon eine Woche hier, hättest doch früher gesehen. Dann hätte ich schon früher organisieren können. Und ja, ich habe ja gewartet auf die Sandra. Und so ist es nun. Und jetzt geht es dran, eine Lösung zu finden, was nicht ganz einfach ist, ein Ersatzteil zu kriegen, weil der Wagen einfach zu neu ist. Hier fahren zwar solche rum, die ähnlich aussehen, aber meistens sind es die Vorgänger, T2, und auch die sind auch leichter. Ja, auf jeden Fall hat sich dann noch ein ehemaliger Konsul durch einen Kontakt von YouTube dazugeschaltet. Herzlichen Dank. Hat dann auch noch versucht, in Tiflis etwas zu finden. Leider erfolglos. Und ja, jetzt lassen wir am besten laufen. Guckt die Story an und es bleibt spannend. Und am Schluss seht ihr, ist es gut ausgegangen oder nicht. Okay, dann bis später. Ja, ich bin jetzt weggefahren, schlechte Nachricht. Meine Feder hinten ist gebrochen und zwar da, wo es um den Gummi geht. Durch das ist die Vorderachse links 1 Santi nach vorne gerückt. Ich kann zwar noch fahren, aber es ist schwierig, eine neue zu finden. Ich bin jetzt schon einen halben Tag dran und momentan sitze ich in einem Taxi, der meint, das finden wir schon, aber das sagen sie alle. Jetzt haben wir ein gleiches Fahrzeug angehalten und der fragt jetzt den, auch ein Mercedes Vario. Die Feder hinten, nicht ganz einfach. Jetzt bin ich in einer Werkstatt und ich bin sowas von nervös. Die sind gerade dran, die Feder auszubauen. Es hat eine da, ich hoffe, die passt einigermaßen. So, sie ist ausgebaut und da ist das Problem. Ja, leider hat es nicht geklappt mit der Feder. Alles ausgebaut und dann, um festzustellen, dass das Teil nicht gepasst hat, leider. Wäre zu schön gewesen, dass ich dieses Problem so schnell mal lösen konnte. Aber dafür sind jetzt alle Schrauben gut eingefettet. Es war bereits mal zerlegt. Und ich habe da halt nicht so viel gefilmt, weil ich da selber sehr beschäftigt war. Ich habe natürlich mitgeholfen. Und geht die Suche weiter. Ich bin am Abklären mit Deutschland, was wohl das Schlauste sein wird, irgendwie eine originale Feder zu besorgen. Und da bin ich jetzt dran. Und ja, mit einem Federhersteller in Kontakt. Und ich hoffe, dass das klappt. Dann lasse ich mir eine per Flugpost hierher liefern. Denn mein Visum läuft irgendwann in 3 Wochen ab und bis dann muss das Ganze erledigt sein und bis dann muss ich auch durch Russland durchgereist sein, damit ich eben diese Visumsfrist einhalten kann. Ja, gut, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Ja, zum Glück ist das Fahrzeug fahrbar, wenn nicht gerade Offroad-tauglich, aber ich kann wenigstens fahren.
Deswegen habe ich alles wieder rückbauen lassen, damit ich wieder von diesem Hinterhofgarage wegkomme. Die hat mir ein Taxifahrer gezeigt, beziehungsweise der ist da mit mir durch die halbe Stadt rumgekurvt und schlussendlich haben wir dann einen Händler gefunden. Der hatte tatsächlich ein Teil, das so aussah wie meine, aber es war wohl von einem T2 älteren Vorgänger Vario und das hat nicht ganz gepasst, vor allem auch vom Gewicht her, der hätte durchgehängt. Deswegen habe ich die ganze Aktion dann abgebrochen. Die wollten noch meine alte durchflexen und von einer anderen da was anschweißen. Das habe ich dann gesagt, das hält niemals, das bricht da. Und dann wäre ich natürlich ganz manövrierunfähig gewesen und auf das hatte ich echt keinen Bock. Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen rumfahren, kann das Fahrzeug bewegen und jetzt bin ich dran, eben diese zu organisieren. Oh, die Sandra ist gekommen. Mein Schatzeli, ich bin mega froh, weil das Ersatzteilbeschaffung macht mir nervlich ziemlich. Ja, ich bin angespannt, meine Psyche ist ja schwach und das haut mich manchmal fast um und so bin ich froh, dass sie da ist. Echt, das ist so eine Bereicherung. Guten Morgen Tiflis, guten Morgen René. Ich bin hier in Tiflis gelandet, ja. Jetzt haben wir hier seit Samstagmorgen ist sie da, heute ist Mittwochmorgen und am Montag habe ich das Ersatzteil in Deutschland beim Henning Feder, später dann mehr bestellt. Der liefert es zum ADAC nach München und ADAC hat es gestern Nachmittag weitergeleitet zur Lufthansa und das Ding, die Feder, ist heute Morgen um 4 Uhr gelandet. Und jetzt gehen wir sie holen am Flugzeug und ich habe ein bisschen, am Bauch Druck, weil ich habe, ich lebe dauernd mit Ängsten und habe da Angst, dass da irgendwie der Zoll oder dass es kompliziert wird und ja. Das wird schon. Ja. Alles nicht so schlimm. So, normale Psyche ist das kein Problem, aber mit meiner ist es halt immer, alles ist ein großer Berg, ja. Aber jetzt gehen wir zuerst mit den Hunden und dann fahren wir zum Flughafen. Und in dem Fall war es auch echt nützlich, dass der ADAC das macht, ne? Also der hat es. Über das erzähle ich später. Kann man später nochmal erzählen, ja. Es hat super geklappt, ja. Und Sandra hat natürlich ihre Kiki mitgebracht. Ein Top-Hund, muss ich sagen. Der ist so zufrieden, kann den ganzen Tag auch mal rumsitzen. Ist einfach, da gehen wir laufen, es klappt, ja, es klappt super mit unseren, mit meinen Hunden, mit den Wölfen, also echt, es ist wirklich ein Top-Hund. Jetzt starten wir von unserem Schlafplatz hier bei der großen Kirche in Tiflis zum Flughafen, um unsere Feder abzuholen, die hier hoffentlich jetzt ja eingeflogen ist. So, wir haben gefunden, endlich den Cargo Terminal. Wunderbar. Da hoffentlich ist jetzt unser Teil zu finden. So, jetzt sitzen wir hier beim Revenue Service und warten und warten, bis wir dran sind. Kann dauern oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Also, das kann dauern. Wir richten uns mal auf 1-2 Stunden ein. Also nach dem Bezahlen wieder zurück zum Lasare Cargo Terminal und natürlich jetzt wieder warten. René hat sich mittlerweile ein Sandwich gegönnt für die Nerven fürs Warten. Und natürlich wie immer und überall begleiten uns die Straßenhunde, auch die sitzen hier vom Eingang. Eine Stunde vorbei beim Lasare Cargo, hoffentlich der letzte Punkt. Und ich hatte vorher die 6,80 angefangen bei 6,50, 30 Personen vor mir. Und vorher hat einfach irgendjemand getauscht und jetzt habe ich die 6,64. Also 16 Personen habe ich überholt. Keine Ahnung, warum der mir das gegeben hat, aber mega nett. Mit der Securitas, die hier steht, eine Frau,
Ja, jetzt sind wir noch, sind es noch vier Nummern, damit kommen wir endlich dran. Und da sind die Schalter und ja, da wartet man. Und dann hoffe ich, kriege ich endlich meine Blattfeder. So, wir haben über eine Stunde gespart, dank dem, dass wir das Ticket getauscht haben. Jetzt sind wir da beim Warenausgang. Ich habe ihm meine Nummer gezeigt. Jetzt ist er ins Lager. Ich hoffe, es kommt jetzt diese Feder. Die hat sich fast verdoppelt im Preis. Ja, nur. Aber jetzt, Hauptsache, sie kommt. Das schaut gut aus. Riesenteil. Ich glaube, die ist schwer, 20 Kilo oder so. Ups! Was? Gott sei Dank, oh Gott. Das ist jetzt ein Werbefoto, oder? Super! Das ist jetzt ein bisschen der unkonventionelle Transportweg. Aber den muss man halt per Hand da hinschleppen jetzt zum Camper. Jetzt geht's in die Tiflis Hinterhöfe zu der Garage, wo der René schon mal war, um die Feder einbauen zu lassen. Das sind natürlich hier tolle Straßen, total abseits. Lamis, 600. Lari? Lari? 6? Lari. Euro? Oder ist die Euro? 200. Aber Aeroport! Aeroport ist ja 100 Euro. So, ready zum Schrauben. Worken, genau, jetzt aber. Also, erster Schritt, Staubkastenabbau, weil die sind natürlich im Weg. So, da liegt es, das gute Stück. Und der Wächter ist auch schon. Da ist der Bruchstelle. Also die heben hier mit einem Gabelstapler da hoch. Ganz unkonventionell. Geht auch. Ja. Der muss halt komplett entlastet werden. Oh, jetzt steht er dann auch noch auf dem Baumstamm. So, Demontage der Alpenfeder. Kommt sie? Ja. Ah, jetzt ist er runter. Das Maß? Ja, zum Glück. Zum Glück, ja. Alles? Ja, Gott sei Dank. So, gemeinsam wird es hier wohl klappen. Kommt da die neue Feder wieder rein. Bei der Gelegenheit gleich nachfetten. Also ich habe mich gerade aufklären lassen, bevor man ganz fest anzieht, wird sie erst reingebaut. Dann werden erst die Schrauben angezogen. Das ist die
wieder in dieses Herzstück reinziehen wird, schiebt, wird jetzt hier, genau, das war es schon. Wurde die jetzt vorgezogen, noch die Achse? Also da liegt sie, die kaputte Feder mit diesem zerbrochenen Stück. Der René wuselt da immer zwischen rum und macht dann schnell noch da noch abschmieren und dort noch Öl rein und da, wenn alles schon offen ist. Da sieht man nochmal Renés Luftfeder-Eigenkonstruktion. Sieht man jetzt hier das Bild. Da haben sie jetzt mal ganze Arbeit geleistet, die georgischen Mechaniker hier. Jetzt ist sie drin, das gute Stück. Staukästen müssen wieder hin und dann schaut es gut aus. Also ich habe das jetzt ja hier mal kommentiert in meiner fachlichen Unwissenheit, aber ich hoffe, ihr habt das ein bisschen nachvollziehen können, wie man diese Federn nun ausbaut und wieder einbaut. Der Rest wird euch der René erzählen. Aber auf so einem Hof passieren natürlich auch noch andere nette Dinge. Und das Ganze mit bestem Dank an den ADAC, der uns so schnell, also weniger als 48 Stunden, unser Ersatzteil hierher bringen konnte. Perfekt, das war echt der Service. Wir sind total begeistert. Wir sind happy, wir haben es geschafft, die Feder wieder einzubauen. Neue Feder, die gebrochene, haben wir da liegen gelassen. Und eigentlich ist es unglaublich, wie schnell das gegangen ist. Freitag morgen habe ich es, glaube ich, festgestellt. Dann habe ich Feder gesucht, war schon mal in dieser Werkstatt, hat eine Feder gehabt, hat ähnlich ausgesehen, hat dann aber nicht gepasst. Wir haben alles schon mal zerlegt. Ja, und dann Samstagmorgen Sandra abholen, ich habe kaum geschlafen, 4 Uhr am Flughafen, morgen früh, und dann ging die Suche weiter nach der Feder, aber es war alles zu, es war hier, glaube Ostern, Freitag, Feiertag bis um Mittwoch war alles zu, aber sowieso unmöglich eine Blattfeder für diesen neueren Vario zu finden in Tiflis. Ja, dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Federn Henningen, also Henning in Hannover, und auch per WhatsApp, da kann man beantworten, da wurde eine Telefonnummer angegeben für Notfälle, da habe ich per WhatsApp ihnen geschrieben, und Service war also super, jeden Tag hatte ich Kontakt, und so wurde dann schlussendlich, ja, die Feder rausgesucht, und am Montag hatte ich dann alle Daten, und dann habe ich die natürlich gleich bestellt. Er hat sie sofort versendet, war ein Top-Service. Die Feder ist also gleich am nächsten Tag, gegen Mittag, Dienstag, bereits schon beim ADAC in München eingetroffen. Also Top-Service von Henning in Hannover, muss ich sagen. Und dann ging es weiter mit dem ADAC. Mittag war die da. Und ich habe noch eine Mail geschrieben, dass jetzt eine Feder kommt. Und bitte sofort bearbeiten. Und dann ja, wurde das sofort bearbeitet. Und am Abend war die schon am Flughafen in München. Ist mit der Lufthansa nach Tiflis über die Nacht geflogen. Morgen um 4 hat das Flugzeug gelandet und die Feder war bereits schon in Tiflis. Das war ein unglaublicher Service, auch vom ADAC. Perfekt, also kann man nichts, also kann man nur Gutes sagen. Ich bin also echt ja, begeistert, wie das super funktioniert hat in so kurzer Zeit. Mit zwei Firmen sozusagen, ADAC und Henning. Und ja,
Dann heute der ganze Zoll, der hat fast länger gedauert wie der Flug, aber auch da haben wir 16 Plätze übersprungen, weil uns jemand das Nummernticket gegeben hat. Und dann hatten wir unsere Feder endlich und dann ging es noch darum, den einzubauen. Da bin ich natürlich wieder in dieselbe Werkstatt, weil der schon mal alles zerlegt hatte. Es ging diesmal auch schneller, ich helfe immer mit. Und schlussendlich, die Werkstatt ist nicht so teuer, hat mich nur 30 Euro gekostet. Und ja, da ist fast eine Werkstattmiete ist fast teuer. Ja, und jetzt sind wir unterwegs nach Stephansmünd, hoch Richtung Russland, aber nicht heute. Also heute fahren wir da hoch und dann vermutlich übermorgen geht es dann nach Russland. Für heute reicht es erstmal, oder? Genau. Da haben wir aufregend genug. Was sagst du? Ja, wäre super, dass wir das jetzt so ablösen können und dass es so schnell gegangen ist. Also wir haben ja noch mit 10 Tagen Verzögerung und was nicht alles gerechnet und wie lange das dauert. Und natürlich erkundigt man sich im Internet und da gibt es die wildesten Geschichten. Aber dass dieser Service jetzt so flott gegangen ist, also da können jetzt wir uns mit der eigenen Organisation auf die Schulter klopfen, aber eben auch diesen beiden, also dem Henning oder eben dem ADAC, das muss ich echt sagen, Respekt, dass das so gut geklappt hat. Da merkt, die sind da echt professionell drauf. Sehr gut, ja. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank an Autofeder Henning von Hannover. Gibt es noch ein bisschen Werbung, weil gute Arbeit muss auch belohnt werden. Und auch am ADAC für diesen Top-Service auch. Mit dem ADAC Plus ist der Versand inklusive. In Georgien noch in Georgien. Noch bis genau. Georgien. Ja, genau. Und deswegen sind wir auch hier geblieben. Also nicht nur deswegen, weil die Ersatzteilbeschaffung wird dann natürlich immer schwieriger. In Russland gar nicht möglich, wegen Embargo. Ja, das ist das Statement. So, hier machen wir einen Schnitt und es war extrem super, dass es geklappt hat. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, weil ja, ein Vario, der nicht so gut läuft oder eben nicht mehr diese Reise machen kann, ist natürlich die Katastrophe. Aber jetzt bin ich wieder im Rennen, es geht weiter für uns und wir sind ja bereits schon ins Trusotal gefahren. Das dann aber im nächsten Video, wie ich da hochgedonnert bin, auch im Dunkeln mit Tausenden von LKWs gefühlt. Ja, okay, danke, wart ihr dabei, ihr dürft es gerne teilen. Daumen hoch, macht was auch immer ihr wollt. Ich bin froh, dass ich euch auch habe, weil immer wieder kriege ich durch irgendwelche YouTuber auch Hilfe und da bin ich euch echt dankbar. Also, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.